eine entscheidende Frage ist, ob eine technisch erfolgreiche KI dasselbe ist wie eine gute KI. Eigentlich ist die Antwort klarerweise nein. Das ist ja genau das Problem der KI-Ethik, dass man versucht, diese beiden Dinge auf eine Linie zu bringen. Also das, was tatsächlich technisch gemacht wird, mit dem, was gesellschaftlich sinnvoll ist. Vincent Müller ist Philosoph und Pionier auf dem Gebiet der KI-Ethik, einer noch sehr jungen Fachrichtung, deren Relevanz im digitalen Zeitalter immer größer wird. Es ist ganz klar, dass die KI die Zukunft massiv beeinflussen wird. Und natürlich ist die Frage, wie sollte sie sie beeinflussen? Was wäre ein positiver, was wäre ein negativer Einfluss und wie sollen wir das irgendwie steuern in irgendeiner Art und Weise? Als Humboldt-Professor wird Vincent Müller an der FAU in Erlangen das Center for Philosophy and AI Research aufbauen, das als Drehscheibe der KI-Philosophie fungieren wird. Das Ziel? Eine humanzentrierte KI, die vertrauenswürdige KI-Systeme fördert und auf Standards und Transparenz fußt. Wenn es tatsächlich so ist, dass ich als Philosoph etwas Sinnvolles beitragen kann zu einer wissenschaftlichen Entwicklung oder gar zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, die positiv ist, dann ist das natürlich wunderbar. Und es gibt einige Sachen, die sind wichtiger als andere. Und mit denen sollte man sich beschäftigen.